Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 17. März 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen bei der Berechnung, dass unsere Sonne, die gesamte Sonnensystem natürlich, eine gewisse Bewegung hat. Diese Bewegung nennt man Präzession, das wird berücksichtigt und sie berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Syraya ist die Sonne in indischen Mythologie. Syraya oder die Sonne ist in Tierkreiszeichen Fischen. Die Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen an. Und in diesem Monat können wir von Tierkreiszeichen Fischen einiges lernen. Dieses Sternbild besteht aus zwei Fischen, astronomisch auch, heißt den südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Alpberg ist der Stern, was die beiden miteinander verbindet. Diese Fischen sind im Wasserelement. Das können wir so vorstellen, sie schwimmen im Wasser, aber in verschiedenen Richtungen. Und das prägt sich bei den Menschen auch. Das zeigen sie, die Fischengeborenen. Die eine extreme Richtung ist die ständigen Angst, Unsicherheit, Zweifel, Selbstmitleid und andere leiden auch mit, bekommen sie Streicheleinheiten und sie genießen das. Sie genießen diese Momente, aber sind unzufrieden mit ihrem Leben, weil die Angst blockiert und geht nichts voran. Manche neigen sogar zum Alkohol. Steht auch in Verbindung zum Tierkreiszeichen Fischen, weil hier herrscht Neptun und das hat einen Einfluss, das kann sowas auslösen, die Neptunenergie. Dieser bisschen benebelte Zustand. Also das sind die Monatsthemen. Das ist die eine extreme Richtung. Und diesem Lebenswandel würde ich nicht empfehlen. Die andere Richtung wirkt wie Wunder, weil hier ist der Reichtum verborgen. Und das, was die Tierkreiszeichen Fischen uns auch zeigt, und das beginnt mit einer Vorstellung. Sind wir wieder bei Neptun-Energie. Neptun herrscht auch über die Tierkreiszeichen Fischen. Wir brauchen eine Vorstellung. Eine Vorstellung davon, was wir erreichen wollen. Dann haben wir schon ein Bild davon. Dann können wir mal orientieren. Und wenn wir Zeit nehmen und immer wieder diesem Bild vor unserem geistigen Augen bewahren, dann lenken wir Aufmerksamkeit drauf, Energie. Und Energie verdichtet und wird Materie. Das heißt schon Realität. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran, dass wir das wirklich vorstellen können, dann, dass wir davon überzeugt sind. Und wenn wir daran glauben, wenn wir davon überzeugt sind, wenn wir das auch vertrauen, und dann
loslassen und geschehen lassen. Wenn wir einpflanzen oder Samen, schauen wir auch nicht ständig unter dem Boden, ob die Samen immer noch da ist, sondern wir haben dieses Vertrauen, da wächst etwas. Genauso ist es auch mit unserer Vorstellung. Und dann die Übung machen, jeden Tag 5 Minuten oder 10 Minuten, diese Ruhe können, weil da brauchen wir wirklich die Ruhe. Und dann vorstellen, die ideale Zustand, unsere Berufung oder der ideale Zustand, was die Finanzen betrifft. Wir dürfen auch Reichtum, Wohlstand auch vorstellen oder Frieden oder Freundschaften oder Kreativität oder Liebe, Partnerschaft. All das, was in unserem Herz ist. Unserem Herz ist wie ein Schatztruhe. Und wenn wir diese Schatztruhe öffnen, dann ist alles drin, was wir lieben. Und das sollen wir als Ziel setzen. Und diese Vorstellung brauchen wir. Und dann kommt die Glauben dazu, dann kommt das Vertrauen dazu und dann loslassen, geschehen lassen. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und die Tierkreis zeichnen Fischen, dieser Reichtum, diese Quelle zeigt dann, genau das passiert auch. Das kommt in Bewegung, kommt im Fluss, wenn wir das glauben. Natürlich muss ein Traum realistisch sein. Also das ist gerade die Monatsthema und da öffnet die Sonne unseren Augen dafür. Von jeder Tierkreiszeichen können was lernen. Soma steht mit Mond in Verbindung. Soma ist auch ein Göttertrank. Soma bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs. Der Sanskrit-Name für Mond ist Chandra, aber Soma steht auch in Verbindung zum Mond. Mond bewegt sich im Krebs. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Tagesthemen an. Mond fühlt sich sehr wohl im Krebs, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs. Wenn jemand Kinderwunsch hat, dann ist das der richtige Zeitpunkt, weil das zeigt auch Empfängnis. Und Mond hat mit Schwangerschaft, Mutter zu sein, auch etwas zu tun. Also Mond bewegt sich im Krebs, Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs. Also das heißt, kann sich ganz gut entfalten, diese Energie, und das schenkt uns heute ein Feingefühl, dass wir heute alles mit Gefühlen wahrnehmen. Mond befindet sich im Mondhaus Pushya und das bedeutet starke Intuition, also heute sollen wir auf unsere inneren Stimme hören und das auch vertrauen. Und bedeutet dieser Mondhaus Pushya auch im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und heute spüren wir das auch. Wann ist der richtige Moment handeln? Wann ist besser schweigen oder zurückhaltend sein? Das flüstert heute unserem inneren Stimme. Immer, aber heute ist es intensiver. Agni ist der Feuergott in indischer Mythologie. Von dieser Energie ist Mars entstanden. Agni ist der Vater des Marses, steht mit Mars in Verbindung. Agni, dieser Feuergott, bewegt sich, oder Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder. Mars fühlt sich hier auch sehr wohl, weil hier fühlt sich Mars zu Hause. Und da kann diese Mars-Energie sehr gut entfalten. Stört nichts, da ist in eigenen Element.
Und das bedeutet, Kraft zu haben, Mut zu haben, uns zu behaupten oder etwas in Bewegung setzen, uns durchsetzen im Leben. Aber es bedeutet auch die Männer. Und viele Männer stehen gerade bei Neubeginn, weil das symbolisiert die Tierkreiszeichen wieder auch. Buddha ist die Sanskrit-Name für Merkur, wird aber mit ein D geschrieben. In meinem Bild ist mit 2 D geschrieben und das ist schon die Erleuchtung. Trotzdem setze ich mit Merkur in Verbindung. Merkur ist rückläufig in Tierkreiszeichen Wassermann. Diese Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass es alles zurückhalten wird, die Nachricht kommt, kommen Verzögerungen, man bekommt keinen Termin, verspätet etwas, aber bedeutet die Rückläufigkeit auch Rückblick, zurückschauen, was müssen wir noch aufräumen oder ansprechen, aber bedeutet auch eine Nachricht von jemandem, den wir von Vergangenheit kennen oder Gespräche über die Vergangenheit, Themen von Vergangenheit. Indra steht mit Jupiter in Verbindung. Indra oder Jupiter ist in Tierkreiszeichen Skorpion im Grenzbereich, bald übergeht in Tierkreiszeichen Schütze, aber dann wird wieder rückläufig und kommt wieder zurück zum Skorpion. Aber momentan ist im Skorpion Jupiter vergrößert etwas und zeigt aber auch unsere inneren Größe. Das ist unsere inneren Sonne. Und das gehört auch zu unserem Selbst. Das ist schon ein höheres Selbstbewusstsein. Und hier aktivierte Gefühle, dass wir auch das genau anschauen sollen. Jupiter ist nicht nur der Glücksplanet und vergrößert etwas, sondern Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück. Es ist ein göttliches Gesetz und das vermittelt Jupiter. Aber öffnet unseren Augen auch für Ungerechtigkeiten. Lakshmi steht mit Venus in Verbindung und bewegt sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Diese Hintergrundgeräusche, das ist die Bewässerung im Garten. Wahrscheinlich hört man das auch. Also Venus oder Lakshmi bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Steinbock. Und das bedeutet die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität in die Liebe, Partnerschaft. Und für uns Frauen zeigt auch etwas Ziele setzen, nicht aufgeben und geduldig zu sein, Ausdauer zeigen und weiterhin verfolgen unsere Ziele Schritt für Schritt. Kleine Schritte führen auch zum Ziel. Skanda steht mit Saturn in Verbindung und Saturn bewegt sich im Schütze und belehrt uns. Was belehrt Saturn? Reisen, Kontakte im Ausland, hohe Ziele, hohe Ideale, auch Glauben, religiösen Themen, eine höhere Bildung, aber auch Sport, Bewegung und die Richtung. Dieser Schütze-Pfeil zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und energetisch ist hier unsere Wünsche beschrieben. Und das ist die Ziel. Was ich vorher auch gesagt habe, wenn wir diese Schatztruhe öffnen,
was ich mit unserem Herz in Verbindung setze, dann ist alles geschrieben. In unserem Herzen ist alles geschrieben, was wir lieben. Und das entspricht unseren Wünschen und Sehnsüchten. Dann haben wir Orientierung. Das kann Berufung sein, das kann Hobby sein, das kann Reisen sein oder Sport oder Bewegung oder Musik, Tanz, Kunst, Kreativität, auch Familie, Kinder, Eltern, Natur, aber auch die Liebe, Partnerschaft. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten. Und jetzt schauen wir die Elementenverteilung an. Mars, Saturn ist im Feuerelement. Venus ist im Erdeelement. Merkur ist im Luftelement. Mond, Jupiter und die Sonne ist im Wasserelement. In jedem Element haben wir Einflüsse und das sorgt für Ausgeglichenheit. Und jetzt noch die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Uranus bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder, Neptun in Tierkreiszeichen Wassermann und Pluto in Tierkreiszeichen Schütze. Und jetzt die Verbindungen. Sonne und Mond stehen in einer harmonischen Verbindung. Sonne in Fischen, Wasserelement, Mond im Krebs, auch Wasserelement, verbindet sich Wasser zum Wasser. Es ist Harmonie. Und wir werden unseren Gefühlen sehr intensiv wahrnehmen. Das bedeutet auch Vertrauen, das Fluss des Lebens geschehen lassen. Und das sorgt für innere Harmonie. Venus steht in einer sehr schönen Verbindung zum Saturn und das bedeutet mehr Struktur und Stabilität in die Liebe, Partnerschaft. Merkur, dieser rückläufige Merkur, was auch mit Vergangenheit was zu tun hat, steht mit Pluto auch in einer schönen Verbindung und das heißt, wir sind gerade in die Lage aufräumen und vieles loslassen, beenden oder trennen, was uns noch mit der Vergangenheit verbindet. Wir müssen nicht alles auflösen, aber all das, was uns bedrückt, all das, was mit Tränen verbunden sind, davon aber trennen. Und jetzt ist gerade mit dieser Energie ist gut möglich, das Verabschieden oder davon loslassen. Jetzt nähert sich eine sehr interessante Verbindung und es wird etwas auslösen in die kommenden Tagen. Merkur ist rückläufig in Wassermann. Mars hat eine Vorwärtsbewegung im Widder und die beiden nähern sich ein Entgegenkommen. Und das ist auch eine harmonische Verbindung. Und das heißt mit anderen Worten, dass die Männer können damit rechnen, dass eine gute Nachricht nähert sich. Die Frauen können auch damit rechnen, dass von diesem Mann, von diesem Herzensmann ein Entgegenkommen da ist und ist wieder die Verbindung da. Eine gute Nachricht. Was die Damen betrifft, was uns Damen betrifft, das heißt, die Männer nähern sich, kommt ein Entgegenkommen und das ist harmonisch, das ist schön. Und das, was die Männer betrifft, viele Männer starten einen Neuanfang. Und eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Es nähert sich etwas. Das kann auch ein Vertrag sein oder ein Termin. Aber diese Verbindung, dieser Termin, diese Gespräche sind gut. Und das löst diesen Aspekt auch aus. Und jetzt zum Maya-Kalender. In dem Maya-Kalender sind Wellen. Diese Wellen bedeuten Frequenzen.
oder Töne, Schwingungen. Und eine Schwingung, so eine Welle, dauert 13 Tage lang. Diese 13 Tage ist im Maya-Kalender so ähnlich wie bei uns die 7-Tage-Woche. Die Zahl 13 und die Zahl 20 ist die heilige Zahl der Mayas. Wir befinden uns gerade in 8. Welle. Und das hat 12. März begonnen und dauert bis 24. März 2019. Ab 20. März kommen auch wieder die Portaltage. In dieser Welle haben wir die Erde-Element und das bedeutet Realität, Bodenständigkeit, Finanzen, Sicherheit, Stabilität, aber auch Natur. Und diese Welle vermittelt uns etwas sehr Wichtiges. Das sind unsere Entwicklungswege. Wir haben jetzt die Verbindung zu unserem Lebensweg. Jetzt erkennen wir unsere Bestimmung und erkennen wir auch, was können wir umsetzen. Was ist unsere Lebensaufgabe auf der Erde? Und wir stellen zurzeit die Fragen, wie geht es weiter? Und wir betrachten ganz genau unsere Lebensumstände und überlegen wir, wie kommen wir weiter? Welche Entscheidungen sollen wir treffen? Welche Schritte sollen wir machen? Und in dieser Welle räumen wir auf, die Hindernisse aus diesem Weg aufräumen. Dann haben wir auch Möglichkeiten, haben wir Glück. Es ist auch eine heilende Energie und sorgt dafür, dass hier ein Aufstieg kommt. Das beschreibt diese 13 Tage Energie. Und die heutige Zahl ist die Zahl 6. So haben die Mayas das gezeichnet. Und das bedeutet etwas in Fluss kommen lassen. Eine Offenbarung, die inneren Gleichgewicht finden. Die verborgenen Dinge werden jetzt sichtbar und das ist auch ein Heilenergie. Die Kraftfeld, die kosmischen Einfluss zeigt hier Kaban und Kaban bedeutet übersetzt Weihrauch oder Erde. Und hier verspüren wir die Weisheit. Und das ist eine aufsteigende Erdkraft. Und das zeigt auch, wie wichtig das ist, verankert zu sein, verwurzelt zu sein, die Verbindung sein zu unserer Erde, aber auch die Sicherheit, Stabilität, die Bodenständigkeit, eine feste Boden unter unseren Füßen. Die Mondenergie zeigt sich hier bei Akbal. Das ist die blaue Mond und das bedeutet auch Heilung und bedeutet auch Träume und nach innen schauen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern.
Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch diese Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.